Trio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter. Mit mir der Snorks, ich bin der Smirk und wir spielen Meister der Jagd. Wir wollen euch Meister der Jagd ja mal zeigen, als ich Tutorial. Also wir rennen jetzt auch nicht ganz so schnell durch. Einfach mal, um so ein bisschen zu zeigen, wenn ihr das erste Mal hier seid, die Leute hechten so durch, da verpasst man vielleicht einiges. Ich meine, so viel gibt's hier nicht zu sehen. Nee, das ist super kurz. Das ist einer der kürzesten Gefechte, die ich... eine der kürzesten Also Effekte, manche spawnen oder? Auch schon hier. Wundert euch nicht, wenn ihr direkt diesen Aufgang vor euch habt. Manche stehen schon hier am Feuer spawnen, andere spawnen da hinten, warum auch immer. Also manchmal ist es so mit zwei Grüppchen, aber ihr müsst einfach dem Leuchtepfad erstmal folgen. Genau, man kann das laufen oder mit einem Reittier rausholen. Der Trick ist, um dann zu gleich geradeaus durch. Weil da spawnt der Dicke. Zu dem Dicken. Der ist das Ziel hier. Er hier. So, ich lasse mir erstmal wieder ein bisschen so. Das heißt, der hat im Prinzip Hunde dabei. Und den muss man, der macht Bereichschäden und all so ein Quatsch. Wichtig ist, wenn der fällt und seine Hunde weg sind, dann kommen nämlich die nächsten. Das heißt, es ist nicht vorbei, wenn man diese Gegner getötet hat. Nee, es könnte mehr hinten, hier hinten erstmal spawnen zwei Dicke wieder. Sobald er weg ist, kommen hier zwei so andere. Kleiner, so ein Welker hier. Diese kleinen Gnome, die Fernkampf machen, die sind auch mal doof. Und die großen Dämonis, oder was es immer sein soll. Zyklopen, ja, genau. Vor allem hier hinten, wenn du hier guckst, hier haben nämlich auch noch so Fernkämpfer gespawnt in dieser Ecke. Ja. Und die schießen immer von hinten dann auf euch drauf. Das kriegt man manchmal gar nicht mit, weil man mit den Dicken kämpft. Und die... Also es ist schön, wenn die Gruppe sich aufteilt, wenn man es wirklich mit mehreren läuft und einer sich hier nämlich um diese Fernkämpfer kümmert. Hm. Weil die sind nervig. Also es gibt... der Trick bei dem Ding hier ist übrigens, da wo du gerade stehst, das ist da deine Ecke, da spawnen die Gegner eigentlich immer. Und es ist ganz oft so, dass Leute hier die ersten Gegner abfangen, die hier stehen, aber die ganzen anderen Spieler laufen durch bis zum Spawnpunkt und hauen die Gegner alle tot, die hier am Spawnpunkt rauskommen. Und wenn ihr wenn ihr Area-Effektsschäden habt, die ihr auf den Boden legen könnt, wie jetzt zum Beispiel hier mein Bogenschütze, da kann ja auch so ein Area auf den Boden legen, der auch einige Zeit lang wirkt. Du bist Gärtner, hat das du eine schöne pflanzt Wirkung. Irgendwelche Blumen hier hin. Ich bin der Gärtner, genau, der Gärtner legt hier ein paar Sachen aus und dann kommen natürlich die Gegner dann da raus, spawnen da und laufen gleich in meine Falle rein und das ist natürlich eine schöne Geschichte. So, und dann öffnet sich hier so eine Tür. Also geradeaus, die meisten reiten auch und der nächste Dicke kommt. Genau, und da ist es eigentlich ähnlich, es hat sich hier hinten auch ein Spawnpunkt, wo man sich hier hinstellen kann. Und wie er was gärtnern kann. Ja, der hat immer zwei Mokels dabei, so ein Dicker. Sobald der tot ist und seine beiden Hunde, die danach spawnen, im Prinzip, wenn die platt sind, die beiden Hunde, dann kommt im Prinzip die nächste Gruppe mit einem Dicken und zwei Hunden. So, jetzt hier ein Dicker mit Kleinen und wenn der angefangen ist, das jetzt down zu gehen und schon so gut wie tot oder manchmal auch tot ist, dann kommen nämlich noch zwei Hunde, da sind sie. Und sind die beiden Hunde weg, spawnt der Letzte, dieser Riesen mit zwei Hunden und einem kleinen Gesocks dabei. Da ist er. Er kommt immer so ein bisschen von der hinteren Ecke, genau. Hat mich verwirrt. So, und jetzt sind die Hunde schon da. Also je nachdem, wie schnell man sie jetzt platthaut, dauert es. Und manchmal ist der Große schon tot, wenn man die Gruppe gut ist. Und die Hunde kommen dann erst, da muss man warten. Aber erst wenn die beiden Hunde tot sind, öffnet sich wieder die nächste Area. So, da haben wir jetzt hier vorne eine große, riesengroße Hexe, die ist irgendwie ungewöhnlich groß. Die hat mir die Wachstumspille geschluckt. Und da hinten steht auch eine. Ist auch ihre große Schwester, genau. Und dann ein paar haben wir noch ein paar Hühner hier. Und rechts um die Ecke, die ihr nicht seht, steht auch noch eine. Das heißt, wir haben drei von diesen großen Hexen, die jeweils von kleinen Kobolden Powries heißen die hier, Rotkappen-Powry. Umgeben werden. Das heißt, meistens teilt sich die Gruppe hier auf und jeder versucht, sich mit einer Hexe zu beschäftigen. Da man sich aber nicht abstimmt in den mit Randoms, mit zufälligen Leuten, passiert das irgendwie. Wir machen erstmal eine Gruppe nach der anderen, würde ich sagen. So ist es. So, die so machen halt alle so auch Area-Effekt-Schaden, die schießen aus ihren Augen so ein bisschen Vollendlaser und so. Und die paar Vollendlaser. Und auch da sind die weg, kommen zwei Hunde. Also die Hunde! Wölfe. So. Jetzt ist die Frage geradeaus, oder wir können die rechts um die Ecke nehmen, ist ganz egal. Die hat sich hier versteckt. Wenn du zum Ausgang willst, nachher steht die hier.
machen wir sie einfach weg. Und sobald die weg ist, da kommen auch wieder zwei Hunde. Hey, welche Überraschung. Ja, die Gegnerauswahl ist hier relativ beschränkt, wobei... Das passt zu uns. Beschränkt passt zu uns, finde ich, total. Beschränkt passt zu uns, hervorragend. So, jetzt machen wir den letzten hier weg. Und wieder das letzte. Lass mich raten, was passiert, wenn wir sie umgehauen haben. Was kommt da? Die Hunde stehen hier schon in Form von Hühnern. Stehen hier Nein, schon. Lass mich raten. Doch. Also du wirst auch verwandelt in so einen Bär, wie man sieht. Die ist halt eine Hexe. Total geil, ja. So, sie ist weg. Und da sind die Hunde. Ja, die Hunde sind die vorher die Hühner gewesen, die hier vorher standen. Und das sind voll rumgehühnert hier. Rumhühner. Und wenn dieses Horn kommt, dieses Böööö, ist das geht Türchen Tor aufgegangen, auf. Genau. Das letzte Tor in diesem Fall. Diesmal stehen da nur zwei Wölfe und die kommen auch automatisch. Also auch da, je nachdem, wenn wir jetzt zu ihnen gerannt werden, dann würden die da auf uns warten. Sind die weg, kommen die nächsten zwei. Oh Wunder. Und lass raten, was passiert, wenn die weg sind. Kommen noch mehr Hunde. Ja, aber diesmal vier. Ha, nein, ganz anders. Vier. Es sind vier, nicht nur zwei. Alles nein, ganz es sind anders. Vier. Juhu. So, Tür auf. Da steht der Boss. Okay, da steht der Boss. Ich sehe ihn. Man kann ihn schon angucken. Da hinten Meister der Wildenjagd, genau. Man kann da hinreiten und guten Tag sagen. Glaube ich nicht. Jetzt kommt nämlich erstmal eine Animationssequenz und mal gucken, ob du dennoch auf dem Pferd bist. Kann. Siehst du bist nicht mehr auf deinem Pferd. Natürlich nicht. So, der Typ macht so einen schicken roten Strahl und rutscht dann in diesem Strahl lang. Wenn du da stehst, wirst du so überrannt wie der Doc Smirk gerade. Sehr geil. So sehr gut gemacht. Dann wirft er mit seinem Speer und macht so lustige Bereichsschäden, die richtig Aua machen. Aber mehr kann der auch nicht. Der rutscht, der wirft seinen Speer und macht halt diese Bereichsschäden. Mehr kann der Typ nicht. Das ist schon also, alles. Der kann eigentlich gar nichts. Wenn wir das machen, unsere Archonten den gerade platt. Die machen da gar nichts. Aber können auch nicht nachhelfen. Aber lass mich raten, aber was passiert, wenn der drauf geht. Was passiert wohl, wenn der... Da siehst du, da sind sie schon. Da sind jetzt... Ja, kommen sie schon. Die Hunde und die kleinen Wichtels kommen hier raus. Ja. Komm her. Und... Pieps. Autsch. Das Überrennen ist immer... Komm hier, ja, ist mal kurz weg hier, das Ding. So, der Boss ist weg, aber trotzdem die kleinen Mini-Gegner, die hier rumrennen, die sind, muss man auch noch wegmachen. Und erst dann kann man sich um die Kisten kümmern. Und in diesem Fall haben wir was? Also dieser, ja, wobei dieser Dungeon, da gibt es ganz viel diese Scherben von irgendwelchen Verzauberungen. Die sind ganz oft in dieser Kiste hier drin. Also falls ihr Lust, Zeit und Geld investieren wollt, um euch selber die Verzauberung hochzuziehen und die nicht höhergradig zu kaufen, dann könnt ihr hier mit der kleinsten Einheit von so einer Scherbe anfangen und die im Prinzip hochziehen. Es sind fast alle Verzauberungen hier drin zu finden, so als Scherbe. Wir werden bestimmt nochmal darauf eingehen, was so ganz cool ist und was nicht so cool ist. Und das wird ein anderes Tutorial sein, aber das hier ist tatsächlich ein guter Ort, um die Dinger quasi kostenfrei zu bekommen. Ich würfel mich immer tot und am Ende habe ich weniger als ich. Na, egal. Ich habe es auch gerade gesagt. Ich habe es einfach genommen, was da war. Verdammt. Okay. Verdammt. Das war der Meister der Jagd. Genau. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.